2008, ich sag jetzt mal ganz Platz, selber erwischt. 8,5 Jahre Bauchfelldialyse und dann 2017 endlich die Transplantation. Mir ist es wichtig, Danke zu sagen, ganz, ganz wichtig, an den Spender, an die Familie, wer auch immer das entschieden hat, Danke zu sagen und das Beste draus zu machen und es weiter zu tragen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist spannend, das zu sagen, ja? Lassen Sie sich Zeit. Wer will, wer nicht will, bleibt sitzen. Okay, kein Zwang. Achso. Das ist so diese soziale. Aber. Ich mache Ehrenamt, weil ich auch etwas zurückgeben will an alle Spenderfamilien und gerne was Wertvolles Soziales beitragen möchte auf meine Art. Also ich bin die Sandra, ich mache Ehrenamt, weil ich möchte, dass ich die Informationen an Leute weitergeben kann, die ich selbst nicht gehabt habe und weil ich finde, dass in unserer Welt einfach der Zusammenhalt fehlt, weil immer weniger Leute was für andere tun wollen und ich möchte als gutes Beispiel voran. Ja, was haben wir denn? Beruf? Hallo, ich bin Matthias. Ich mache Ehrenamt, weil ich in erster Linie meine Frau unterstützen möchte, die sich dazu entschieden hat. Und weil ich als Lebensspender gemerkt habe, wie wichtig es ist, in diesem Umfeld der Organspende gut informiert zu sein und Unterstützung zu bekommen. Ich mache auch, ich sage mal, die Ehrenamtsarbeit für den Bundesverband der Organtransplantierten, weil es mir ganz einfach ein Bedürfnis ist. Und das meine ich ganz ernst, wirklich Danke zu sagen, weil meine Frau war vorher ganz gesund und von einem auf anderen Tag sah es plötzlich ganz anders aus. Und wir versuchen das wiederzugeben, indem wir in Schulen, Verbänden und Vereinen reingehen und dort Werbung für Organspende zu machen oder ganz einfach am Stand in der Stadt. Und uns macht es Spaß. Und ich habe ja am Anfang ein bisschen im Bereich Finanzen beim WDO mit befasst. Es hat ganz einfach Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, mein Name ist Hartmut Rössel. Insgesamt gesehen mache ich Ehrenamt seit jetzt 30 Jahren, also jetzt nicht für den WDO, obwohl der nun auch schon so alt ist, aber bin damals ins Redaktionsteam gekommen beim WDO und bin daraufhin auch danach angesprochen, als Ingrid dann verstorben war und Peter gesagt hat, ob ich nicht auch als Schatzmeister fungieren will, also auch für den WDO ehrenamtlich noch tätig bin, aus dem einfachen Grunde, weil ich in den Mitgliedern bin. Und das ist ja gerade als, das geht ja auch als Nachfolger, ich kann nicht irgendwo Nachfolger irgendwo für eine bestimmte Sache machen, der von dem Mitglied überhaupt keine Ahnung hat oder Vorkenntnis hat. So, jetzt einmal noch über den Kabel. Über den Excel. Jetzt sind die letzten Hammer verloren. Wir sind gut verteilt. Mein Name ist Andreas und ich habe mich entschieden für das Ehrenamt, weil ich gemerkt habe, wenn man in der Situation ist, dass man Organe braucht, wie wichtig Hilfe von außen ist, vor allen Dingen für die Angehörigen. Deswegen haben wir uns entschieden, uns hier zu engagieren und will mich auch verstärkt mehr jetzt einbringen. Also, ich heiße Marion, ich mache Ehrenamt, weil ich nicht nur Betroffenen, in dem Fall transplantiert sind, sondern weil eigentlich die ganze Familie damit dabei im Boot ist und Wissen braucht. Und ich hoffe, ich kann auch ein bisschen was weitergeben in der Zukunft. Mach Claudia Lies. Ja,
zu wert. Ich arbeite gerne im Ehrenamt, weil ich es von meiner lieben Frau geerbt habe und es auch gestern wieder weiter vererben möchte. Ja, hallo erstmal. Ich wusste nicht, ob Sie es schon wussten, aber ich mache das Ehrenamt, weil ich mich den Äußerungen meiner Vorredner anschließen möchte und Hubert, weil ich das Erbe annehmen möchte. Fragen haben oder auch den Transplantierten anschließend gehen und Antwort zu stehen.